So. Wir werden als erstes die Oleros-Festung auseinandernehmen. Immer diese Schlägereien. Wo soll das nur hinführen? Komm, Phobos. Wir reiten geschwind durch Nacht und Wind. Durch Nebel und Gestrüpp. Ja, was haben sich auf Gestrüpp? Nicht dran sich auf Gestrüpp. Durch Nebel und Gestrüpp. Durch Nebel und Schrott im Galopp. Oh Gott. Wir sollten das Reimen den Denkern überlassen. Und das Streamen den Streamern. Irgendwas machen, was uns besser liegt. Im Ballett zu wenden oder so. Eine Opernarie singen. Obwohl ich glaube, das sollte man auch keinem antun. Also bleiben wir doch lieber beim Streamen. Auch ein Kronk hat mal klein angefangen. Warum manch ein Streamer so viele Follower hat, ist uns auch ein Rätsel. Wir sind dort zum zweiten Mal in der Oleros-Festung. Ja, super. Wenn er schon so anfängt, ne? Wenn er schon wieder so anfängt. Macht nichts, ich auch. Bleib doch stehen.
Jetzt gibst du erstmal um. Aus den Latschen. Nee, du zum Beispiel nicht. Du bist nur Kanonenfutter. Überraschung! Heute ist dein Todestag! Ich bin der Tod. Schön, dich kennenzulernen. Erkundungsgebiet. Oh, da ist ein Leuchtfeuer. Das ist doch ganz weit weg. Wir sollten erstmal das Leuchtfeuer manipulieren, Alexos. Habe ich jetzt gerade gar nicht dran gedacht. Ja, wir sollten hier aber runter. Wir sollten hier einmal runter. Ich sehe. Okay, schade, schade, schade. Dann kriegst du die ab. Weg, 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 weg und dann zu dir. Oh, Scheiße. So.
Und doch, ich leg das schon mal los. Das lief auch schon mal wesentlich schlechter. Ja, alles an Loot eingesammelt? Nee, hier liegt ja noch alles. Die eingefroren, ne? Ach, Anführer. Doch, ich glaube schon. Wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg. Oh. Aua, mein Fuß! Wirklich? Auf den schwächsten Gegner von allen? Ich denke schon, ja. Oh. Von der Wiese darunter. Habe ich vorhin eigentlich alles an Loot eingesammelt? Ja. Warte mal ganz kurz. Ich muss mal immer kurz. Immer diese Bogenschützen, die meinen, sie könnten von hinten auf uns einschießen. Ach, ich habe auch schon wieder. Das war alles Adrenalinantrieb aufgeladen. Ist doch schon wieder ein Kopfgeldjäger.
will auch so eine Traube. Na! Wollte ich doch gar nicht. Oh. Ach, ihr seid. Ihr seid zwei Kopfgeldjäger. Ah, kommt noch der dritte. Okay, dann. Dann werde ich einmal mich zurückziehen. Phobos! Wo sind denn die Gefangenen? Ich sehe nicht eine einzelne gefangene Person. Ich kann sie aus der Festung befreien. Ja. Aber. Wenn jemand gefangen ist, was dann? Hier ist ein Höhleneingang eingezeichnet. Führt denn der hin? Doch wohl nicht, ich hätte sie alle nicht töten müssen. Sind hier unten Gefangene? Hallo? Ein paar Gefangene.
Piept einmal, wenn ihr hier seid. Also nein. Unter der Festung sind sie auch nicht. Hier. Andere Söldner aufzuschalten bringt immer ein. Ah! 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 Oh! Lauf! Du bist frei! Aber die war es wohl auch nicht. Oder ist die verbuggt? Und nicht Urlaub. Ich brauche mal Gefangene. Die frisst nichts mehr. So können wir weitermachen, aber ich glaube, wir geben gleich die Pfeile aus. Überraschung, hübsche.
Der Staat ist an, aber das nützt mir ja nichts, dass der Staat angreifbar ist. Erkundungsgebiet. Ja, aber. Ne? Und so. Was übersehen wir? Chef, wenn ihr eine Idee habt, raus, haut raus damit. Können wir jetzt mal unsere Pfeile wieder auffüllen? Ist hier jemand gefangen? Ja! Ja! Wir haben ihn! Nanu? Jetzt finden wir aber keinen Ausgang. Mit Anaximander auf unserem Rücken. Du musst Anaximander sein. Ja, woher weißt du das? Ich habe so viele deiner Karten studiert. Es ist, als würde ich dich kennen. Die kostbare Fracht, Xenias Truhe, wird in der Schatzkammer sein. Kannst du sie zurückholen? Das kann ich. Möge Poseidon dich für meine Rettung in Glück baden. Danke. Du bist jetzt in Sicherheit. Beschaffe die alte Truhe. Dann gehen wir noch mal in die Festung hinein. Ein oller Eschebogen. Naja. Das weiß man ja erst, wenn man ihn aufgehoben hat. Was sich dahinter verbirgt. Mit Ü. Wir gehen hier einmal rein. Das muss die Truhe sein, die Xenia haben will. Das kleine Dingen. Bevor wir zu Xenia zurückkehren. Geht's einmal. Zu Alektos Schiffswrack. Wenn ich das einfach nur übersehen habe, ne? Wenn das das letzte Unterwasserschauplatz ist. Fresse ich einen Besen. Hier im Stream. Mit Stiel.
Schnell Eisen her. Eisenmanufaktur. Hui. Hier buddelt ein Grab. Auch nicht schlecht. War hier nicht die Quest mit der kranken... Was sollte das denn jetzt werden? Ich weiß nicht, was mehr Endgegner ist. Die Triggertasten oder die Technik? So, Tristea herbeigerufen. Lass uns in See stechen. Ich möchte zum Schiffswrack. Setz die Segel! Ja. Und dann wird sich hier... Schleunige mal. Phoebus einmal umschauen. Vitaya und zwei Truhen. Wir warten auf die Rückkehr des Kapitäns. Das ist nett. Das ist nett von euch. Schätze plündern. Ich hoffe, ihr passt hier nicht rein. Ich lasse euch in Frieden, ihr lasst mich in Frieden. Was meint ihr? Haben wir einen Deal? Wort abgeschlossen. Ja. Oh, das wird knapp, das wird knapp. Das war aber wohl nicht der letzte Unterwasserschauplatz. Aber vielleicht haben wir ja doch noch einen übersehen.
gehe mal gerade die Strände ab. Schiffsdock? Schiffsdock. Schiffsdock? 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 Schiffsdock. Schiffsdock, Schiffsdock. Schiffsdock. Schiffsdock, Schiffsdock. Schiffsdock, Schiffsdock. Schiffsdock. Schiffsdock? Ist doch ein Schiffsdock? 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 Das ist auch nur ein Schiffsdock. Hier die drei kleinen Inselchen. Du bist eine Schiffsdock. Du bist eine Schiffsdock. Wieso sind hier denn auf der kleinen Insel zwei Schiffdocks? Ob dort jemand anderes als ich halten würde. War mal schon, ne? Ja. Hier! Hier ist auch noch eins. Zwischen Delos und Mykonos. Waren wir denn so blind? War eine rhetorische Frage.
Ich wäre jetzt gerade paranoid, aber das vor uns ist ein Hafen, ne? Ja. Jetzt sehe ich es auch. Segel setzen. Ich würde gerne trotzdem genau gerne noch mal am Strand entlang fahren. Nee. Das ist es nicht wert. Das sind sie nicht wert. Das ist auch ein Hafen vor uns. Ja. Ich frag ja nur. Ich frag ja nur. Da waren wir schon. Ja, habe ich schon. Hat sich aber nicht gelohnt. Ich weiß nicht, ob wir uns schon darüber unterhalten hatten, aber dieses Jahr, ich glaube im August war es, erscheint ein neuer Assassin's Creed Teil. Das wieder ein bisschen kleiner und kürzer sein soll. Wieder näher am ersten Assassin's Creed halt dran ist. Ich bin gespannt. Assassin's Creed kehrt zu seinen Wurzeln zurück. Ja, 31 Olivenholz. Das können die Chaoten gleich mal auf dem Deck hier ausbreiten zum Trocknen.
gefällt das Segel irgendwie nicht. Das können wir ja jetzt mal. Schiff. Was war denn hier neu? Löwengalionsfigur? Nee. Die Babyloner. Farben von Chaos. Nee, Farben von Chaos. Wir nehmen das. Wir nehmen die Babyloner. Müssen wir nicht. Ich kriege es eh nicht mit uns aufgenommen. So. Zumindest unsere letzte Seeschlacht. Was ist das vor uns? Ein Hafen? Ja. Da ist er. Der Chat ist halt wieder so leise. Ist alles gut? Aber voll hier wieder. Wer treibt es mit wem? Und warum? Und wo ist der Vater? Ich finde, so sieht das Schiff schöner aus. Nächstes würde ich das mal anpeilen. Ich kann auch direkt hier zwischen gehen. Hammer.
Während wir dort vorne hinsegeln, für euch schon mal die Info, dass ich höchstwahrscheinlich Dienstag und Mittwoch den Stream ausfallen lassen werde. Da werde ich mich um eine Capture-Card kümmern. Ich wollte mich mal mit dem Thema Emotes und Alerts beschäftigen. Da habt ihr ja dann auch was von. Wir kommen dem Treibhaus näher. Und wir haben es eingesammelt. Dreh doch nicht direkt vor mir. Guck mal, was du jetzt für ein Chaos anstellst. Ach. Weil er Griechen entdeckt hat. Hey, voneinander vorbei. Was soll das werden? Was treiben die beiden da? Übersehe ich die beiden Unterwasserschauplätze? Ich fasse es nicht. Extra keine Schnellreisen benutzt, dass wir nichts übersehen. Übersehen wir doch die Hälfte. Brille Vielmann. Brille Vielmann, sage ich dazu nur.
So, dann fahren wir hier mal zwischen die beiden Landmassenschenkel. Landmassenschenkel. Das Wort wollte ich auch schon immer mal gesagt haben. Sind das zwei Unterwasserschauplätze? Nee, ne? Das eine ist nur ein Hafen. Ja, ich hab's gesehen, ich hab's gesehen. Können wir es noch einsammeln? Ja. Da ist eins. Ach. Icarus, du stehst direkt drüber.